Ein Vorbild, das Soff und raucht. Das titelte die Welt im November 2013, als ein gewisser Mann namens Walter Frosch verstarb. Walter Frosch war der Mann, der als Profi Alkohol trank und Zigaretten rauchte. Das aber vielleicht Kurioseste an Froschs Karriere ist, dass er der Grund ist, warum man heutzutage nach 5 gelben Karten für das nächste Spiel gesperrt wird. Darüber und über vieles mehr sprechen wir in diesem Video. Viel Spaß! Das hier ist er, Walter Frosch. Der Mann mit Schnäuzer und auffälligen Locken. Der Verteidiger ist heutzutage vielen durch dieses Interview bekannt. Er ist eine Legende des FC St. Pauli, wegen seiner harten Spielweise und den komischen Aktionen auf und neben dem Platz. Sein Interview, in welchem er in seinem Stutzen eine Zigarettenschachtel bei sich trägt, kommt nicht von ungefähr. Walter Frosch rauchte, nach eigener Aussage, täglich 60 Zigaretten. Er sagte auch mal, Zitat, "Mein schwerster Gegner war immer die Kneipe." Walter unterschrieb mit 23 Jahren seinen ersten Vertrag bei Kaiserslautern. Das Kuriose daran ist, dass er gleichzeitig einen Vertrag beim FC Bayern unterschrieb. Der damalige Trainer des FC Bayern, Udo Lattek, fragte ihn, warum er nie mit links flanken würde. Daraufhin antwortete Walter Frosch, weil die anderen es auch nicht machen. Udo Lattek erwiderte, dass Frosch doch gehen könne, wenn er keine Lust habe. Frosch sagte, mach ich. Und das war's mit seiner Karriere beim heutigen Rekordmeister. Walter Frosch bekam vom DFB daraufhin eine 4-monatige Sperre, weil er 2 Verträge gleichzeitig unterschrieb. Während der DFB darüber entschied, war Frosch auf Mallorca und genoss sein Leben. In der Nacht vor einer Partie gegen FC Schalke zog Walter Frosch nachts um die Häuser. Dann forderte er seine Kollegen zu einem Rennen heraus, in welchem er ihnen einen Vorsprung gab und trotzdem gewann. Die Belohnung für seinen Sieg waren 10 Liter Bier. Walter Frosch hatte 2 Spieltage vor Saisonende 18 gelbe Karten auf dem Konto. Als er darauf angesprochen wurde, sagte er, "Gegen Solingen und im letzten Spiel bei Wacker Berlin hole ich mir noch je eine gelbe Karte. Dann bin ich auf 20 und das ist doch eine runde Sache, oder?" Am Ende der Saison hatte Walter nur 19 gelbe Karten. Der DFB entschied sich nach so vielen Karten für eine Sperre nach 4 gelben Karten. Heute wurde diese Regel auf 5 erweitert. In einem Interview 1995 sagte er, "Wenn du heute von hinten mal einen umhaust, bist du gleich gesperrt. Früher konntest du auch mal 3 umfegen." Das Komische an der Stelle ist, dass manche Seiten behaupten, Walter sah statt 19 gelben Karten ganze 27. Auch ist wohl nicht ganz sicher, ob er 18 oder 19 sah. Die Daten in den 70er und 80er Jahren wurden leider nicht perfekt erfasst. Aber eins kann man sagen, Walter Frosch hatte gerne mal ein paar gelbe Karten mitgenommen. Nach einem Sieg gegen den HSV sagte er außerdem, "Wir haben danach nicht einen, sondern 8 Tage getrunken." Leider hat sein ungesunder Lebensstil auch böse Folgen gehabt. Worauf er aber selber sagte, "Ich weiß auch, dass ich nicht gesund gelebt habe. Das braucht mir keiner zu erzählen." Er hatte einen bösartigen Tumor im Gaumenbereich, welcher einen zerfressenden Kehlkopf zur Folge hatte. Dies erklärte auch seine krächzende Stimme. 2008 lag er 111 Tage im Koma und 2013 erlitt er einen Herzstillstand und blieb mehrere Wochen im Wachkoma. Am 23. November 2013 verstarb dann die Legende Walter Frosch. Eine faszinierende Karriere von einem unglaublich leidenschaftlichen Mann, welcher kein Blatt vor den Mund nahm und in 2 Kämpfen auch mal etwas härter war. Ein Mann, der den deutschen Fußball auf jeden Fall bereicherte. Sei es mit seinen urwitzigen Geschichten neben dem Platz oder auch seiner leidenschaftlichen Spielweise auf dem Platz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video über Walter Frosch gefallen hat, dann lasst jetzt gerne ein Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt den Fußballtalk. Ansonsten bis zum nächsten Sonntag und ciao.